Biss, Biss! Oh, ey! Nein, das ist die Mutti! Dazu! Ey, mit der Jackson, Alter! Was hast du dazu? Ein ekliges Ding! Jackson, was sagst du denn? Jesus, Marie! Mach mal den Schwanz so. 1,24 Meter. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Angel-Gypsies. Wie ihr seht, Charlie und ich sind wieder on Tour. Ja, an welchem See befinden wir uns? Da war ich mit Jackson gewesen, das Video habt ihr letzte Woche gesehen. Wir haben richtig gut fette Barsche gefangen und richtig geile Zettis auf Skirted-Chicks und auf Pintails. Ja, wir sind heute wieder hier. Das Wetter passt. Ist ein bisschen trüb, also so wie das letzte Mal eigentlich. Ein bisschen Wind ist drauf. Und ja, das Einzige ist, das Wasser ist ein bisschen gesunken hier. Aber das ist nicht so schlimm, weil die Barschberge bleiben Barschberge. Ich denke auch. Ob da nur 5 Meter unter Wasser ist der Berg oder 3 Meter. Und ja, heute haben wir auch das größere Boot mit, weil, naja, ihr kennt uns ja, wir sind zwei ein bisschen fetter. 200 Kilo wiegen wir bestimmt zusammen, oder? Oder machen wir mehr? Ganz knapp. Okay, ganz knapp. Ja, mit Jackie ging das noch mit dem Schlauchboot, aber wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Und ja, dann würde ich sagen, Charlie? Let's fetz. Und ja, achso, was man noch sagen kann, wir werden auf jeden Fall heute mal probieren, auf den Bergen zuerst mit Kleinködern zu angeln und dann auf jeden Fall mal mit größeren Gummis und vielleicht auch mal ein Crankbait. Charlie ist so ein bisschen der Crankbait-Typ. Ja, wir werden sehen, was beißt. Wir gehen auf Barsch und Zander und alles das, was beißt halt. Ja, wir haben den ganzen Tag vor uns. Die Sonne wird heute nicht aufgehen, wa? Nicht wirklich. Ja, die Sonne geht ja auf, bloß hinter der Wolken. Ja, aber ja, wir werden sie nicht sehen. Sie wird nicht durchkommen. So ist es. Die wird uns nicht sehen und wir sehen sie halt auch nicht. Ja, drückt uns die Daumen, dass wir Fisch fangen und wir drücken euch die Daumen, dass ihr Fisch. Charlie? Seht. Du musst sehen. So sieht's aus. Ja, seht. So sieht's aus. Ja, seht. Gut. Also es ist noch früh am Morgen. Ja, ich weiß, du bist noch nicht so richtig am Start. Bis Dänchen. Antänchen. Bis gleich. Unser Mädels, Charlie mit dem ersten Fisch. Dickes Petri, Jungs. Hast du ein bisschen gemerkt, oder? Ja, der hat sich leicht drauf geschoben. Bin gespannt, was jetzt hier hochkommt. Ey, der erste Fisch, nicht lange draußen. Ja, das fühlt sich nicht allzu groß an, ne? Nö. Oh, ein Zetti. Ey, Charlie, ein Zetti. Ich drehe Dickes durch, ein Petri, Zetti. Jungs. Hol ihn raus, mach die Hand nass, Feuer. Das gibt's gar nicht. Zetti, Alarm. Alter, zeig ihn her, Charlie. Richtig geil. Den hat er sich schön gesnackt hier vorne. Den hat er sich gesnackt. Und na, ja. Auf dem Westiner, Jungs. Ja. Will ich ja jetzt mal nicht sagen. Mega Charlie. Den werden wir auf jeden Fall schnell reinsetzen. Der ist sowieso untermaßig, deswegen. Aber cool. 2-3 Minuten geangelt. So ist es. Mein Bruder hat auch gerade schon einen kleinen Tock. Setzt das mal rein schnell, Charlie. Ja. Und ja. Weg ist er. Richtig geil. Ja, und da hat Charlie gleich. Klein nachgezogen. So sieht's aus. Jetzt werden sie wilde. Los, Charlie, jetzt geht's richtig ab. Ich bin so gespannt. Beißen die fetten Barsche auch hier noch? Ich bin gespannt. Ja, Barsche von der Größe wäre schon nicht schlecht. Das wäre aggressiv. Deswegen war er auch nicht so ruppig in der Spitze. Ja, so ist es. So, wir werden jetzt weitermachen. Petri. Petri? Charlie hat den nächsten, Jungs. Dickes Petri. Oh, 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 oh. Ja, schöner Perchi. Den haben wir uns genetzt. Ein Barsch, ein Zander. Ich will nichts sagen. Nee, jetzt fahre nicht auf den Köder, Charlie. Ja, ich habe extra. Jetzt fahre nicht auf den Köder. Den auf Grundel. Den kennt ihr noch aus dem letzten Jahr. Mhm. Schöne Grundel. Dachte ich mir, musste mal probieren. Erster Wurf. Ja, bumm. Zeig den Barsch hier. Schöner Perchi. Der ist zu klein, der darf wieder rein. Und ja, man muss sagen, wir hatten noch ein paar Fehlbisse bis jetzt. Aber ganz so dolle wie das letzte Mal ist es nicht. Nee, aber mal gucken. Noch nicht an, aber den wollten sie haben. Vielleicht ist es der entscheidende Köder jetzt. Ja, durchprobieren. Deswegen immer durchprobieren.
Der Köder, der vorige Woche gelaufen ist, der muss nicht heute laufen. Yes, Mann. Geil, Charlie. Petri. Petri. Jungs, jetzt hat Charlie einen richtig Bickendorf. Oh. Hol ihn ran, Charlie. Hol ihn ran. Yes, Mann. Alter, Charlie. Auf dem Westiner, ey. Da ist er. Auf die haben. Und ich habe gesagt, der Berg, der muss liefern, oder? Wenn hab der gesagt, nicht liefert, dann liefert nicht. Ich drehe durch, das ist ein 40er. Der erste 40er. Dickes ey, Charlie, Patrick. Richtig geil. Das ging jetzt alles schnell hier. Ja, da mussten wir schnell ran. Oh, ja. Das ist ein Zeichen her, Charlie. So, Jungs und Mädels, hier ist er. 43,5 cm. Richtig geil. Der erste geil, 40er heute. Oh, Charlie, mega. Mega geil. Und so lange hat es gar nicht gedauert. Das stimmt. Und Charlie so, Kescher, Kescher, schnell machen, Kescher. Ich wusste ja nicht, hinten vorne ist hier. Ja, da muss es halt auch mal schnell gehen. So ist es, ey. Auf jeden Fall dickes Petri. Richtig geiler Perch, ey. Mega. Hat sich gelohnt. So ist es. So, Jungs und Mädels, jetzt habe ich einen Big Perch drauf. Der ist so reingequallen. Charlie, mach mit Kescher hier, guck. Jo. Oh, yes. Was eine Bombe. Oh. Was eine Bombe. Ist der reingequallen? Ist der reingequallen? Richtig, boom, Alter. Den hat er aber richtig weggelöffelt, Jungs. Vor allem, ich wollte es sein lassen mit dem Pinny, wa? Ja. Charlie. Und jetzt? Eine Handvoll Barsch, würde ich sagen. Oh. Oh, den hat er aber weggequallen. War das ein bisschen gewesen. Guckt euch an. Oh. Richtig fetter Perch, Bruder. Richtig geiler Perch. Und hier, Pintail, voll weggesnackt. So, Jungs und Mädels, wir haben gerade vermessen, knapp 40, 39 cm. Auf jeden Fall ein richtig geiler Barsch, so kann es weitergehen. Ich glaube, jetzt haben wir sie gefunden. Jetzt geht Schlag auf Schlag. Jetzt geht richtig ab. Jetzt müssen wir auch mal am Ball bleiben, mal gucken. Vielleicht geht noch mal ein richtiger Barsch ran. Ihr habt sie ja letzte Woche gesehen, hatte ich einen 48er. Mal gucken, vielleicht fangen wir auch einen Fuffi oder so. Hier ist alles möglich. Deswegen, den verarzt mal und dann geht's weiter. Und das in Deutschland, Charlie. Yes! Das in Deutschland. Mega. So, Jungs und Mädels, wie ihr seht, ich habe jetzt mal das Gürtelchick rangehangen. Und es hat gleich funktioniert. Den hat er gleich inhaliert. Weil wir haben ja eine richtig krasse Kante hier auf dem Krebs. Der ist so klein, ich lasse ihn schnell mal rein. Wir haben eine richtig krasse Kante. Die geht von 7 Meter auf 2,50 Meter oder 2,60 Meter. Und da habe ich jetzt die Rute hochgehalten, damit ich nicht hänge. Und habe ganz langsam hochgezogen. Dann habe ich ein bisschen gezuppelt und auf einmal habe ich gemerkt, bupp, habe ihn kurz gelassen, habe Zuppelmerken angehauen. Der hat das Ding voll weggehauen. Mega, auf den Skirtechick, Jungs. Und auf meine neue Route. Kann man auch sagen, gleich zum 30. Geburtstag gekriegt. Nochmal danke an diejenigen, die daran beteiligt waren. Und eine schöne Diverrolle. Eine schöne Cherry Stick. Black Edition. Und hier, was. 10 Gramm Kopf, glaube ich, ist das hier, oder 12 Gramm. Ungefähr, ja. Skirted am Krebs. Vielleicht wollen sie das jetzt haben. Die sind ein kleines bisschen inaktiv, muss ich wirklich sagen. Also wir kriegen nicht viel Bisse. Wenn wir einen Biss kriegen, mal auf dem Berg oder zwei Bisse, dann ist es schon viel. Letztes Mal mit Jackie habt ihr ja gesehen. Es war richtig krass gewesen, was hier abgegangen ist. Ja, wir werden jetzt erstmal so weiterfischen. Mal gucken, auf jeden Fall. Das hat jetzt auch funktioniert, Charlie. Müssen wir mal umdenken vielleicht, dass wir vielleicht irgendwie krebsartige Köder jetzt ranhängen oder... Wir chicken weiter. Du hast jetzt auch einen Spin-Jig dran, wa? Ja, da ging auch nicht. Da ging auch nicht. Wir probieren durch die Palette durch. Und ja, auf Pintail hatte ich ja den 39er. Du hattest auf einem normalen Gummifisch. Genau. Ein 43,5er. Das ist schon richtig fett. Ja, man muss ja auch bedenken, wir sind nicht in Holland. Wir sind in Deutschland, Jungs. So ist es. Ja, wir werden noch unser Glück jetzt ein bisschen versuchen. Jackie hat es im letzten Video erklärt, wie man mit einem Skirtle-Jig angelt. Wer es noch nicht abgecheckt hat, checkt es auf jeden Fall ab. Das verlinke ich dann am Ende des Videos. Und ja, das ist erstmal alles gesagt. Wir müssen gleich mal was zwischen den Knifte schieben. Ja, ich habe richtig Knast. Gucken, vielleicht kriegen wir jetzt noch einen Barsch damit. Und der Fanta läuft auch. Die läuft immer. Die läuft. Ja. So, Charlie, machen wir weiter jetzt. Mach die Kamera aus, damit es weitergeht. Attacke. Jungs, nächster Fisch. Nächster Berg, nächster Fisch. Auf dem Pinny. Und? Dein geiler Temo-Kescher. Richtig geil, Bruder. Ey, der ist aber richtig reingewamst. Ey, den wollte er aber richtig haben. Ja, erst mal der Spitze ein bisschen wegmachen, wa? Ja. Weil bei mir kann alles passieren. Ja, guck, auf dem Westiner habe ich schon drauf gelatscht. Ja. Ganz knapp gehakt. Aber der wollte, Charlie, der wollte ihn richtig haben. Der wollte einen Pinny, volle Kanne. Mitte 30. Es läuft.
und es läuft. Vielleicht geht noch ein dickerer, aber guck mal, die roten Flossen hier, war Wahnsinn. Ja, die sind alle schön dick, ja. Die sind so rot, die Flossen. Wahnsinn. Richtig, richtig geile Fische. Weiter geht's, würde ich sagen. Jungs und Mädels, was will ich sagen? Wirklich, nächster Wurf, Charlie. Ja. Zweimal angechickt, den Pinter her. Da ist der nächste. Da ist der nächste 30er. Ja, okay, das heißt vielleicht nicht. Oh, oh, Gesundheit. Du musst mich Gleich bestätigt. Oh, der ist wild hier. Guck mal, wie fett die auch sind, wa? Ja, die sind alle wirklich sehr gut genährt, so wie wir, Bruder. Wirklich schöne Fische. Zeigen euch mal, dann tue ich schnell mal den Haken lösen. Mega Perch. Charlie, da ist der Berg, da hinwerfen. So geht's los. So ist es. Bis dann. So, Jungs und Mädels, ich schneide mir jetzt die GoPro mal über den Wanst, denn wir hatten gerade einen Doppeldrill. Du und Westina. Yes, Mann. Und ich mit dem Pintail. Hier läuft jetzt. Jetzt, ja. Ich habe gesagt, das ist der beste Spot, wa? Ja. Und? Ja, wir haben jetzt, sagen wir mal, 8-9 Würfe und 7 Fische. So ist es. So, ich schneide mir jetzt um hier und dann seid ihr mit am Start. Ja, Charlie, jetzt sind wir live. Hast du noch ein bisschen gehabt jetzt? Warte nicht. Mach mal ein bisschen weiter runter hier, so hier. Jetzt die Kamera am Start. Jetzt geht nicht mehr was zu sehen, Charlie. Das glaube ich auch. Ja, dann bin ich da. Ja, die verpetzen uns hier, jämmerlich. Das ist wieder Vorführeffekt. Das ist wirklich so. Ja, gerade jeder Wurf. Ja. Doppeldrill. Oh, war ein Zucker. Kann doch sein, dass ein paar Barsche mitgefolgt sind, wa? Ja. Und sich denn hier. So, so Fahrer der Zeit bis wir hier einen Big One wieder holen. Bis hier ein 14er beißt. Ich hab das im Urin. Oder in der Fanta. In der Fanta. Aber so wie die da sind. Sind die auch. Hast du den? Jo. Wirklich? Ja. Live bis. Hier unten das Boot, wie ich gesagt habe, da hatte ich auch gerade einen Kontakt. Das ist zwar der Monster, aber Fisch ist. Barsch ist Barsch. Ist oh! Jo, hab ihn. Jo, hab ihn. Aber der ist, glaube ich, genauso groß wie deiner, wenn er noch dran ist. Aber Tori, zeig mal. Ja. Oh, ich kann. Oh, das sind aber wirklich die kleinsten. Dort? Wollt ihr nicht loslassen? Oh, Charlie, der wird schon überkreuzt. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch was live hin, ja. Live ist live, ist unser Motto. Hi, Fetti. Was? Was sagt man auch, Fett? Oh, hier ist der Berg, jetzt knallt's gleich. Kannst du mal sehen, war die kleinen Barsche, dass sie sich auch so ein Westina wegknallen? Schon Wahnsinn. Ja, ich mache erstmal aus. Meine Box hat sich alleine zugemacht. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen größeren. Zeig mal den Westina, ja, hier. Die Jungs, die wollen das mal sehen. Wie viele Zentimeter? 7,5 müsste das sein. Guck mal rein. Topgröße, das wollen die Jungs. Ja, auch ein bisschen goldig so. Jetzt kommt die Sonne auch ein bisschen raus, ja? Mhm. Das ist schon wieder alles aufregend, ja. Ich klär erstmal eine Fanta auf. Ich glaube, der Spot ist hot. Oh, Charlie, hier ist der nächste. Was wolltest du gerade sagen? Immer wenn ich auf der Kante oben kurz hängen bleibe,
der Köder geht die Kante runter und so wie ich anziehen will, man sieht schon, dass die Schnur, dann hat er. Dann hat er, sagt er. Der Gisbeter, so ist es. Aber wo sind die größeren? Mal einen Krebs ranhängen? Durch wegfischen, durch den Palette. Müssen wir vielleicht den passenden Köder haben, was der Dicke haben will. Kann die stehen damit hier, die sind alle größer. Aber auf der Netting, zeig mal her, Charlie. Auf der Netting hast du auch einen drauf gehabt. Ja, der ist zwar leider geschlitzt, aber. Für Nails. Aber. Einen drauf gekriegt. Wenn wir mal einen Biss hatten. Ja, mal gucken, was wir so können. Und nicht so viel damit geangelt, deswegen. Der Tag ist ja auch noch jung. Ja. Hier haben wir es jetzt 5 Meter. Ja, das Boot schwenkt ja auch immer ein bisschen rum. Ja. Und dicker Fisch, ja? Was? War einer, wa? Da! Oh, Alter! Das ist Big Perch! Das! Hä? Das ist schon nicht schlecht, aber. Das ist Big Perch! Jungs, wartet! Das, Alter! Das ist Big Perch! Das ist Big Perch, Jungs! Oh, Alter! Du sagst nee! Ich denke, nee, hast du gesagt! Ja! Alter, ich hab gewusst, ich hab die ganze Zeit gesagt, oder? So, geholt. Das ist ein schöner 40er. Oh, jetzt ist ein Echolot um mich klatscht. So, Jungs, ich hab... Da haut selbst das Echo um. Ich hab jetzt die Kameras an hier, ich muss erstmal zwei ausmachen und dann zeigen wir euch gleich. Mega, ey, geil, es hat wieder funktioniert. So, Bruder, zeig mal her. 41 cm, wir haben gerade vermessen. Der zweite 40er. Richtig Charlie, geil. Dickes Peti. Und wie fett die sind. Guckt euch an. Richtig geile Bursche. Wieder schöne rote Flossen. Top gezeichnet. Richtig crazy Dieterfisch. Mega geil. Dickes Peti, Jungs. Und jetzt zeigen wir euch gleich einen Köder. Yes, den werden wir schnell verorzen. Und jetzt sehen wir uns. Zweite 40er. Ich drehe durch. Wenn er lebt, machen wir sowas. Ja, den werden wir schnell verorzen. Und dann geht's. Weiter. So Charlie, jetzt zeigen wir hier deinen Tackle. Mit was du heute auf Barsch angelst? Rute, Rolle, Schnur? Selbe Rute wie immer. Eine kleine 1000er was Shimano. Was ist das für eine Rute? Das Wurfgramm? Das ist eine oder Storm Adventure Rute. Eine kleine Barsch Rute, 5 bis 16 Gramm steht drauf. Ja, das ist so, das ist am geilsten. Da so zwischen 5 und 20 Gramm. Macht am meisten Spaß. Ja. Ja, Schnur habe ich bloß eine 6er drauf. Also wirklich eine ganz dünne Schnur. Okay. Weil was ich das mal. Rolle? Eine 1000er? Eine 1000er, genau. Ja. Perfekt. Schöne kleine Rolle. Vorne ganz normal 30 Mono als Leader. Da wir hier überhaupt nicht mit Hechten rechnen. Ja, sonst mache ich selber immer noch eine kleine Titanspitze davor. Also ich habe, naja, die Titanspitze hast du von abgerissen, das kann man auch sagen. Das wollte man eigentlich zeigen, aber. Ja, aber. Da warst du zu fruchtig gewesen. Ja, da war ich ein bisschen wilde, muss ich ja sagen. Auf jeden Fall, ich hatte einen Tock gehabt hinter der Kante. Und so wie der Tock, Fisch weg und gleich wieder getockt. Und so hing der Köder im Maul vom Barsch. Er hat ihn verfehlt und trotz alledem hat er ihn so gleich wieder genommen. Weil der ja, Haken ging, hing ja trotzdem drin. Das war ja schon durch. Ja. Also das kann ja nicht im Fischmaul passieren. Das ist ja unmöglich, ja, wenn der Haken gegriffen hat. Also. Der hat so Bock gehabt, wa? Ja. Aber wir stehen auch schon hier eine Viertelstunde. Ihr habt gesehen, wir haben vorhin übelst die kleinen Barsche gefangen. Ja. Das heißt übelst die kleinen, da waren schon schöne dabei. Und ich habe gesagt, hier müssen auch 40er sein, wa? Und bang, so lange durchgezogen, ja, immer die gleiche Spur, wo der Berg ist. Und irgendwann wird er so aggressiv und frisst ihn einfach. Mega Köder, den wollte er haben. Genau, aber zieh nochmal richtig auf. Oder ist der kaputt? Kaputt. Der hat schon einen guten Chubby gesehen. Jetzt noch einen guten Perch. Achso, das jetzt ist genau dasselbe. Da war schon halb Laveta. Denn Charlie hat einen Chubby auf
Gummifisch gefangen. Das war auch krass. Mit meinem Freund Kevin, den kennt ihr ja auch aus dem Video. Ja. Das war auch eine richtig krasse Story. Mega geil. Schade, war die Kamera nicht dabei, aber naja, ist manchmal so. So, jetzt geht's weiter. Ich habe hier, kennt ihr schon aus einem anderen Video. Ja, aber guck mal, farbtechnisch. Ist es schon fast, hast du dich angeklickt, wa? Ja. Ja, okay. Ja, so 6, 7 cm. Ja, Gummis. Gut, meiner ist ein bisschen größer, der hat glaube ich jetzt 9, aber ja. Durch die ganzen Rollen lässt er sich eh top verhalten. Also. Ja, und naja, ich würde nicht sagen, aber Charlie, muss das sein? Nee. Du sitzt die ganze Zeit auf dem Stuhl hier, ich ruder die ganze Zeit die Spots an, was machst denn du? Ich bin zum Schönsein hier. Zum Schön? Na, bist du denn schön? Schreib's gerne mal in die Kommentare, findet da Charlie süß oder... Ja, wer weiß, vielleicht sucht Charlie noch eine Frau, das wissen wir nicht so richtig. Ah, ich habe immer viel. Suchst du eine? Viel zu tun. Suchst du eine? Nee, hör auf. Sonst mache ich jetzt einen Aufruf. Stellenanzeige, nichts ist. Ach so. Gut. Ich habe Heiken. Ja, du hast Heiken. Los geht's. Richtig geil. Köder aufziehen und weiter geht's. Charlie nochmal dickes Petri. Geil. So Jungs. Auch wieder an der Kante hängen geblieben auf dem Berg. Charlie, wie du es gesagt hast, wa? Ja. Und? Der nächste. Der nächste Perch. Oh, der ist doch ein bisschen wild. Oh, der ist wilder. Der ist wilde Hilde. Jo. Hast du Orien? Jo. Nein. Ehrlich? Ja. Oh, ey, der ist wirklich nicht so schlecht. Schön, okay. Oh, schöner Perch. Zeig mal deinen her. Ja, der ist nicht ganz so groß. Aber zumindest auch kein ganz kleiner. Ja. Geil. Guck mal hier, das sind bestimmt die Schwester. Ah, meiner hat ganz schön Ballett gemacht, muss ich sagen. Oh, ja, 35 hat der auch Charlie. Ja, ist ein schöner Mittel. Hier? Oh, schöner Fetter, ey. Nächster Fisch, Jungs. Steht an der Kante hier unten, ne? Aber ich glaube 40 ist er nicht, aber. Ne, warte, den Ketchup brauche ich nicht, Charlie. Warte. Der verhakt, nee, der verhakt dich sonst. Lass mal aus. Achso. Aber. Auf dem großen, ich habe gerade eben gesagt, ich will ihn auf dem großen Pinny fangen. Und auf dem großen Pinny. Schöner Fisch, Bruder. Schön, ne? Den hast du richtig weggepinnt, hast du ihn gehört? Ja, hast du ihn gehört? Hier ist er. Oh, nein! Quick Release. Der hat zu da gestrampelt. Ja, Charlie, den Geheimtrick, den habe ich vorher nicht gesehen, den wollten wir jetzt noch gleich zeigen, denn? Ja, ich habe den Fisch mal mit Pasta eingeschmiert, ich meine, ich habe den jetzt zwar trotzdem schon ein paar Minütchen geangelt, ein paar Würfe gemacht, aber in den Rillen bleibt das trotzdem hängen. Ob es nur was ausgemacht hat, da kann man sich ja drüber streiten, aber auf jeden Fall kam er da drauf, also... Was ist das für ein Geschmack? Sieht ein bisschen aus wie, naja... Wurm. Wurmbraun. Wurmbraun, zeig mal hin. Wurmbraun. Ja, zeig mal, wie macht man das jetzt hier? Ich drücke das immer bloß ein bisschen raus und verstreiche das dann so ein bisschen über den Köder. Mhm. Gerade hier unten in die Rillen mit rein. Ich habe jetzt bloß die hellen Stellen ein bisschen bedeckt, dass ich die zwei UV-Punkte jetzt trotzdem noch habe. Genau, und dann... Von beiden Seiten? Ja, sollten doch Geiz. Wenn wir den Pfeffer hier schon nehmen, dann so ordentlich. Es. Ran mit der Tupe. So ist es. Warte mal, Charlie, ich muss erstmal meinen Echolot hier wieder aufrichten. Das war schon wieder alles so aggressiv hier. Ja, da du, keine Ahnung. Aber wenn du jetzt davon ausgehst, hey, normalerweise sagen die Hersteller, wenn der Fisch den Köder immer genommen hat und das schmeckt, nimmt er nochmal. Ja. Aber so war es ja jetzt auch gewesen. So ist es. Deswegen. Ja, der hat ihn ja nochmal genommen, der hat gedacht, ja. Der hat erstmal gekostet und dann... Lecker Wurm. Und dann hat er an sich weggekeult. Geil. Wie? Nochmal? Charlie sagt, jetzt hat er einen richtig dicken drauf. Komm bitte. Oh nein. An der seitlich gehakt. Aber trotzdem. Aber trotzdem. Das ist Big Perch, Jungs. Oh, das ist Big Perch. Charlie, mal ruhig. Oh, das ist der nächste 40er. Der hat sich drüber geschoben, auch. Oh. Der nächste fette Kirschenbarsch. Krass, Mann. Der ist wieder ein 40er. Oder an eine 40, 39, 40 hat er. Ja. Dickes
Petri. Was ist hier los, sag mal? Der hat die Paste geschnuppert. Ja, der hat die Paste jetzt geschnuppert. Schau, jetzt gibt die Paste hier. Nee. Ja. Oh, Alter, ich werde euch gleich zeigen. Geil, ey. Petri. Yes. So, Jungs und Mädels. 3-4 Würfe später. Nächste richtig dicke Brosche. 42,5. Schon der dritte 40er. Eigentlich kann man sagen, fast zur vierte, der 39er von meinem Bruder. Ja. Absolut irre. Ich freue mich so sehr. Oh, was sind denn das für Klopperbarsche? Richtige Maschine. Im Herbst Barsche angeln, das ist so. Knall die Barsche raus. Also jetzt brauche ich definitiv erstmal einen Zuschauer von der Fanta. Sonst haut's mich hier um. Jetzt, yes, Mann. Den wollen wir schnell verarzten und dann mega geil. Geht's weiter. Alter, richtig. Die Flossen, guckt's euch an. Richtig. Das sind für mich mit Abstand die schönsten Fische. Barsche sind die geilsten, ja. So. Vor allem die Brustflossen bei dem unten, die sind riesig. Ja. Richtig irre. Petri. Petri, Petri, Petri. Jungs, Charlie hat ihn auf dem Krebs. Charlie hat ihn auf dem Krebs. Oh, der ist gut, Charlie, ja? Ich glaube, das ist richtig Big Perch. Hast du einen Beißen gemerkt? Ja. Mach ein, oh, ja. Das ist ein... Mach ein bisschen off. Der ist off. Oh, das ist... Erster Wurf mit Krebs jetzt hier. Oh, was kommt hier hoch, Jungs? Was kommt? Oh, was ist denn das? Ein Zetti! Ey, mach! Oh! Auf Krebs! Ich kann ja nicht mehr atmen, ich krieg auch keine Luft mehr. Ich brauch Sauerstoff. Nee. Was ist denn das? Ich dachte ja Endbarsch, aber nee. Den haben wir uns geholt. Den haben wir hier geholt. Ey, das war der erste Wurf mit Krebs. Auf dem Krebs, guckt euch an. Schöner Zetti. Ich drehe ab. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da haben wir was für die Küche, Bruder. Oh. Den werden wir euch gleich zeigen. Mega. Geil. So, Jungs und Mädels, der erste Wurf mit dem Krebs. Den wollt ihr haben? Die stehen auf Krebs, die Jungs. Aber zeig doch mal den Krebs richtig an. Der ist übelst. Der ist übelst groß. Was hat der? 8 cm? Könnte sogar 10 cm. Ich bin noch ein bisschen geflasht hier. Achso, hier ist er. Guck mal an. So, den Zetti zeigen wir euch jetzt. Jetzt. Charlie, zeigen her. Schön, halt dich in die Fanta. So, Jungs und Mädels, hier ist er. Guckt ihn euch an auf der Barschroute. Ey, der ist richtig wütend. Guck mal, wie der die Stacheln aufstellt. Richtig geiler Zetti, ey. Richtig und vor allem, wie goldig der ist. Wir haben wieder die Barsche gefangen, Ü40, und jetzt wieder so ein Zetti. Was wird der haben? So 63, 64? Anfang 6, ja. Ja. Richtig geil. Den werden wir auf jeden Fall gleich messen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit, das kann man auch sagen. Ja. Man muss auch mal einen Fisch mal richtig verarzen. Ja. Würde ich sagen, das ist Armbrot gesichert heute. Nicht nur verarzen, sondern mal richtig verarzen. So sieht's aus. Geil, Charlie, ey, das freut mich wirklich. Dickes Petri, mein Freund. Yes! So, Jungs und Mädels. Charlie, wir haben nochmal 2 Spotswechsel gemacht. Ja. Und da ging jetzt nicht allzu viel. Wir wollten den Spot ruhen lassen. Und hier, wie ihr seht, erster Wurf. Gleich einer. Weg ist er. Hat auf jeden Fall gleich einer gebissen. Das heißt, man muss auch mal einen Spot ruhen lassen, der gelaufen ist. Weil die brauchen auch mal ein bisschen Ruhe. Ha? Und jetzt holen sie uns wieder ab. So ist es. Mal gucken, was hier noch so geht. Ich denke mal schon, dass noch ein paar Barsche hier. Vor allem. Weg, ne? Nee. Das gibt's. Warte, ich hol den Kescher. Ey, das gibt's doch ja nicht. Live-Biss. Das gibt's doch ja nicht. Ey, 2 Würfe hier, war wieder am Spot. Oh ja, der ist gut, Charlie. Zeddy? Weiß ich nicht, könnte. Mach die Spule ein bisschen auf, oder? Ist auf. Mach ruhig. Oh ja, der ist gut. Oh, Big Perch! Big Perch! Big Perch! Big Perch! Den Spot ruhen lassen, ma? Und der liegt, knallt. Da liegt der nächste 40er im Kescher. Ich drehe hier frei. Den haben wir uns geholt. Vor allem Charlie so, yo, hab ihn. Ja, ich werde mal gleich zeigen. Ey, aber kurz Ruhe gewesen hier, wa? Und kleine Attacke. Kein Biss mehr gehabt. Und jetzt auf dem Krebs, ne? Ne, auf den Keller wie vor uns, auf meinen kleinen Monkey.
Ja, nimm, Charlie. Warte, dafür mache ich die Kamera mal Stottler. Hier, seht ihr? Auf Monkey. Hier, nimm. Warte, halte. Dann kann ich ihn gleich hocken. So. Warte, Charlie. Und die Route, nicht, dass man uns selber noch ja. Dafür mache ich jetzt andere Kamera Stottler, denn wir sehen uns gleich. So, Jungs und Mädels, da ist der vierte 40er. Wie gesagt, wir haben den Spot mal eine Stunde ruhen lassen, oder das waren sogar anderthalb Stunden. Ja, anderthalb Stunden. Weil waren wir jetzt nicht hier. Auf einmal ging gar nichts mehr und jetzt wieder ein paar Würfe gemacht. Oder was heißt ein paar Würfe? Ich habe den ersten gemacht, ersten Fisch, und du hast, glaube ich, den zweiten Wurf gemacht. Ja, das war jetzt bei meinem zweiten Wurf, genau. Ja, ey, guckt ihn euch an. Schöne Fische. Das, was sagt uns das? Man muss auch mal die Spots mal kurz ruhen lassen. So ist es. Weil die kriegen da spitz irgendwann. Das ist so, da wird immer einer weggeholt, der Bruder wird weggeholt, das zum Beispiel, wenn dich einer wegholt. Ja. Weißt du, dann sage ich auch hier, oh, die haben meinen Bruder geholt. Ja. Aber auf jeden Fall werden wir den noch schnell verarzten. So ist es. Und dann geht's weiter. Bis zum nächsten Fisch. So ist es.